Einen schönen guten Morgen aus Horn Bad Meinberg. Ich bin heute, ich habe mich heute zum Mittagessen eingeladen bei meiner Mutter. Und die wohnt nicht weit von hier. Und da dachte ich, ich fahre ein bisschen früher los und schaue mir mal den Ort Horn Bad Meinberg an und seinen historischen Stadtkern. Das Wetter ist so mittelprächtig, so 5-6 Grad. Ja, stark bewölkt, wie ihr seht, aber es regnet nicht. Und das ist ja schon mal die halbe Miete immer. Hier sieht man einen Teil der Burg von Horn. Und hier kommt auch direkt so ein Hinweisschild. Die Siedlung Horn entstand zu unbekannter Zeit am Verlauf des Hellwegs, eine alte, in Ost-West-Richtung verlaufende Handelsroute mit überregionaler Bedeutung. Was gibt es denn noch hier? Die durch das mittelalterliche Straßenschema mit drei Straßenzügen entstandene Struktur zeichnet sich noch heute im Stadtgrundriss ab. Ja, eine Doppelgrabenanlage gibt es hier zur Stadtbefestigung. Und alles andere mache ich mal kurz ein Foto und füge das hier ein. Dann könnt ihr ein Standbild machen, wenn ihr wollt, und euch das durchlesen. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal hier rüber. Und da gibt es diesen Wallrundweg, 1,6 Kilometer. Und den werde ich mal als erstes in Angriff nehmen und danach dann die Innenstadt anschauen, falls nicht dieser Weg sogar da direkt durchführt. Hier am Wegesrand gibt es jetzt so ein Kunstobjekt von Anja Kracht und das soll sein die Eroberer. Für mich sieht das aus wie Hund mit Härchen. Aber vielleicht ist das ja auch so gemeint, dass die hier die Grünflächen so für sich immer erobern. Der Wasserlauf, der hier so runterführt, ich denke mal, dass hier früher eine Mühle vielleicht stand. Das wirkt zumindest so. Aber auch schön gemacht. Jetzt führt dieser Wallrundgang schon Richtung Innenstadt. Einen guten Blick hier auf die Kirche in Horn. Und ansonsten, wie es fürs Lipperland hier oder lippische Land oft üblich ist, viel Fachwerkhäuser und mehr oder weniger gut sanierte Innenstädte. Das sieht doch mal ganz stark nach Verwaltung aus, aber auch in schönen historischen Gebäuden. Und hier von Horn aus kann man auch schöne Wanderungen machen Richtung Morstich, Bad Meinberg, Norderteich oder auch Externstein und Detmold. Alles so in guten Etappen eigentlich. Hier am Marktplatz oder Rathausplatz hat man jetzt einen schönen Blick auf das historische Rathaus und das Denkmal hier vor. Ansonsten hier hinter mir ist der alte... Jetzt muss ich noch mal lesen, wie es hieß. Kotzenbergischen Hof. Und das ist ein Objekt, was zurzeit saniert wird und dann ein Bürgerzentrum werden soll. Also hier der Stadtkern wird definitiv was getan. Aber es ist ja oft so bei Gebäuden, die staatlich sind. Ansonsten würde ich sagen, so dieser Innenstadtbereich ist klassisch. Man hat hier so die ein oder andere kleine Hauptstraße, die durchführt und rechts und links davon Geschäfte, Apotheken, Sparkassen, was es halt so gibt. Ich schaue mir jetzt mal weiter den historischen Kern an. Und auch solche Schönheiten entdeckt man, wenn man einfach mal durch die Innenstädte bummelt. Hier ist ein Händler, der hat sich wohl auf US-Fahrzeuge und Geländewagen spezialisiert. Der Hof sieht jetzt nicht ganz danach aus. Weil sowohl der T2, der T4, der Scirocco oder der T3 sind alles so Autos, die ich klasse finde. Bin ich ja immer kurz stark begeistert. Aber noch kleiner sollte der Bulli nicht werden, als er eh schon ist. Lieber eine Nummer größer. Mittlerweile bin ich wieder auf diesem Wallrundweg und hier scheint so ein riesiger Teich, der direkt bis an das Haus geht.
ja, zum privaten Garten zu gehören. Also ganz viel Garten ist da ja nicht mehr, aber so ein Teich in der Größe hat doch auch schon was. Hier in diesen Hecken hört man unheimlich viele Vögel. Jedes Mal, wenn ich näher komme, wird es ruhiger, ist klar. Aber das schallte so schon diesen ganzen Weg entlang. Von hier hat man jetzt einen schönen Blick über diese ganze Burg mit Burgmuseum, was so dazugehört. Eine schöne kleine Anlage. Wie man mittlerweile gut erkennen kann, bin ich jetzt aus Hornbad Meinberg raus, unterwegs Richtung Norderteich. Bin schon ein wenig am Zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war, weil es zeitlich ein bisschen knapp wird mit dem Mittagessen, wo ich ja dann auch gerne pünktlich wäre, beziehungsweise auch ein bisschen früher. Aber ich schau mal. Ansonsten ist es hier jetzt echt schön. Man hat so zwischendurch das Gefühl, dass es hier nach Rotwild riecht, muss ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal vielleicht an so einem Rotwildgehege war. Ja, dann wisst ihr, welchen Geruch ich meine. Ich war erst am Zweifeln, ob es Richtung Wildschweine geht, weil auch so die ein oder anderen Spuren hier sind, wo die sich so durchs Unterholz geschoben haben, glaube ich. Aber ich glaube eher, dass es Richtung Rotwild geht. Ja, jetzt bin ich noch ein ganzes Stück gelaufen und man hat hier schon einen schönen Blick auf diesen riesen Teich, Nordenteich. Vielleicht heißt es auch dieser Ortsteil so, wo das zugehört, bin ich mir gar nicht sicher. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen. Und zwar ist das so, oh, jetzt wackelt es natürlich sehr, dass der dort anfängt und sich dann wirklich da einmal so komplett rüberzieht, bis dahinter das Wäldchen. Das ist ein ganz schönes End. Also schon ein kleiner See, würde ich sagen, kein Teich mehr. Ansonsten auch schön jetzt hier der Himmel, dass er so ein bisschen aufreißt da hinten. Wirkt gleich angenehmer. Aber nichtsdestotrotz, meine Zeit rennt mir weg. Ich muss zurück, sonst wird das mit dem Essen knapp. Mama, wenn du das schaust, weißt du Bescheid, was man nicht alles tut, um pünktlich da zu sein. Ne? Aber mache ich auch gerne. So, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr bis zum See komme, werde ich nochmal in Angriff nehmen. Kein Problem. Und den dann genau zeigen. Ansonsten macht's gut. Denkt dran, dass jetzt unter den Videos in der Infobox die E-Mail-Adresse ist für irgendwelche anderen Nachrichten, die ihr nicht offiziell teilen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.